Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute gucken wir uns mal alle Veränderungen auf der neuen Karte an, alle Easter Eggs, Verstecke und Geheimnisse. Seid auf jeden Fall gespannt, es sind sehr coole Sachen dabei. SpongeBob ist zum Beispiel im Spiel. Den gucken wir uns gleich an und wenn euch das Video gefällt, Leute, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Lasst auch gerne ein Abo da und ansonsten könnt ihr mich auch mit dem Creator-Code OLEG im Itemshop unterstützen. Und Dankeschön dafür, Leute, und wir steigen sofort ein ins Video. Und dann kommen wir zu einem ganz besonderen Ort und zwar diesem kleinen Boot hier. Das ist der schwimmende Pfandleiher. Ja, wenn ihr dieses Boot findet und dort landet, da wird es euch auch angezeigt, dass er der schwimmende Pfandleiher ist. Also der Name wird angezeigt als Ort. Dieses Boot ist aber immer woanders und es wird nicht auf der Karte angezeigt. Das heißt, jede Runde, die ihr startet, ist es irgendwo anders. Es ist nicht dort, wo ihr vorher das Boot gefunden habt. Es ist sozusagen der einzige Ort auf der Karte, der sich bewegt, jede einzelne Runde. Und es lohnt sich übertrieben, auf diesem Ort zu landen. Erstmal ist er immer ganz weit außen, also wie jetzt hier zum Beispiel ganz unten links. Manchmal ist er auch komplett außerhalb von der Karte. Das heißt zum Beispiel ganz links oder ganz rechts, ganz oben, ganz unten, sodass man gar nicht mehr auf der eigentlichen Karte ist und er wird nicht auf der Map angezeigt. Aber das Besondere ist halt der Loot auf diesem Boot. Wir haben hier diese Fresspakete, also wenn wir die öffnen, ist da ganz viel Obst und Gemüse drin. Ansonsten sind hier immer mehrere Kisten verteilt, auch diese Fässer, um uns hochzuheilen. Hier ist ultra viel Loot und es lohnt sich auf jeden Fall hier zu landen. Es sind meistens immer Haie drumherum, also mindestens ein Hai habe ich immer gesehen. Und das Coole ist auch, das wird jetzt hier zwar jetzt nicht angezeigt im Replay-Mode, aber es ist immer ein Motorboot mit dran, sodass wir sozusagen von diesem Schiffchen hier nochmal abhauen können. Also wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall hier zu landen, wenn ihr das aus der Luft seht, aber es ist immer irgendwo anders und dieses Boot wird nicht auf der Karte angezeigt. Jetzt kommen wir zu dem neuen Ort, wo Muskelkater jetzt ist, beziehungsweise ist ja nicht mehr Muskelkater, sondern ist die Baby-Variante von ihm als Roboter und zwar Kit. Und hier an diesem Ort finden wir ein Poster und das fand ich besonders interessant. Und zwar hier an dieser Tankstelle hängt dieses eine Poster hier vorne und hier sehen wir, mit welchen Angeln, beziehungsweise mit welchem Köder wir die bestimmten Fische fangen. Ich fand dieses Detail eigentlich super interessant. Und zwar können wir hier sehen, dass wenn wir zum Beispiel jedes Mal diesen kleinen blauen Fisch hier vorne fangen, benutzen wir an der Angel eigentlich zum Beispiel Kevin als Cube, also ein kleines Stück von ihm oder irgendwie ein Chuck-Chuck und so weiter. Also ich finde das ein interessantes Detail, weil jedes Mal, wenn wir angeln, dann angeln wir ja eigentlich mit nichts vorne als Köder dran. Und das ist sozusagen die Beschreibung, so die imaginäre Beschreibung, was wir da eigentlich benutzen, um diese bestimmten Fische zu fangen. Ansonsten benutzen wir für den Slurpfisch zum Beispiel Tacos, in dem Fall so ein bisschen Käse dran, Würmer und vor allem eine Mini-Variante von Fischstick. Also ich weiß gar nicht, was für eine Mini-Variante das sein soll. Sieht aus wie so ein Schlüsselanhänger. Aber ihr müsst euch einfach nur vorstellen, jedes Mal, wenn ihr so einen Slurpfisch gefangen habt, ist so ein kleiner Fischstick gestorben, so ein Fischstick-Baby. Und bei den Floppern ist es halt so, dass wir, ja, ich weiß nicht, das sind irgendwie ein Finger. Wir benutzen einen Finger oder ein Stück von Pili, von der Banane, um diesen Fisch zu fangen. Also ich finde dieses Poster sau cool. Also ich würde mir dieses Poster am liebsten sogar irgendwo hier hinhängen. Finde ich eigentlich saugeil. Und jetzt kommen wir zu einer der coolsten Sachen, und zwar zu SpongeBob selber. Denn bei Camp COD, also das ist nicht der einzige Ort, wo wir ihn finden, aber hier finden wir ihn zumindest immer, ist SpongeBob. Also gerade aus der Ferne, finde ich, sieht es total nach SpongeBob aus. Wenn wir näher rangucken, ist es eigentlich einfach nur eine Kiste mit so Dummy-Armen und Beinen. Es gibt auch nochmal das Gegenstück dazu, das heißt, den Oberkörper, der von, also bei dem sozusagen die Arme und Beine abgenommen wurden, um das Ganze hier sozusagen zu bauen. Aber das soll auf jeden Fall SpongeBob darstellen, zu 100%. Und ich finde, es sieht einfach mega lustig aus, wie er hier einfach so gestrandet ist, beziehungsweise in Richtung der Map winkt. Ich meine, SpongeBob ist nicht zum Spiel drin oder so. Es hätte aber super gut gepasst mit diesem ganzen Wasserthema. Und das hat sich Epic Games, denke ich mal, auch gedacht. Das wurde ja schon vermutet, dass es irgendwie in die Richtung gehen könnte mit SpongeBob. Und aber als Skin in SpongeBob reinzubringen, wäre jetzt nicht so passend, aber ich finde das hier einfach super perfekt. Wir finden SpongeBob, also diese Kiste sozusagen, nicht nur hier, sondern auch bei dem schwimmenden Pfandleiher. Dort ist auch immer so ein SpongeBob drauf und auch am Rande der Map auf diesen ganz kleinen Inseln ist hin und wieder dieser SpongeBob hier vorne zu finden. Aber hier ist er immer da, wenn ich ihn mal angucken möchte, könnt ihr gerne hinfliegen. Das ist bei Camp COD, also Camp COD, ist das Ganze hier vorne platziert. Dann haben wir noch den Transformer-Roboter. Ihr könnt euch bestimmt daran erinnern, der ist
seit der alten Karte immer da gewesen und er war sonst immer im Wasser und hat nach Hilfe gerufen mit so einer Kiste. Und jetzt hat er, glaube ich, die Hilferufe so ein bisschen aufgegeben, weil hier liegt er jetzt einfach nur noch im Wasser. Und ich glaube, ich weiß nicht, der sieht tot aus irgendwie. Auf jeden Fall liegt er jetzt im Wasser. Und das hat er ja vorher in der Hand gehabt, also hier diesen Mast, und hat darauf die Kiste gehabt. Also die Kiste liegt jetzt sozusagen auf dem Wasser. Also er hat es irgendwie nicht geschafft. Ich glaube, er hat einfach nur aufgegeben. Mal gucken, ob er irgendwie vielleicht in der nächsten Season wieder aufsteht oder was mit ihm passiert. Aber er ist erstmal hier auf dem Grund. Und dann haben wir noch eine weitere Figur, beziehungsweise ein neues Männchen. Wir kennen ja diese Steinmännchen oder diesen Heumännchen. Und dann hatten wir noch die aus den Rohren, die gebaut waren. Jetzt haben wir ein neues. Und zwar, das befindet sich hier bei dieser Noah-Schrift, die ja hier sozusagen diese Season angekündigt hat. Und zwar hier unten im Wasser befindet sich jetzt hier der Klomann. Das ist ein Toilettenmännchen, komplett gebaut aus Toiletten und hier aus einer Badewanne. Und das Interessante ist hierbei, erinnert so ein bisschen an Aquaman, muss man sagen. Also gerade wegen diesem Trident, den er hier vorne in der Hand hat, den Dreizack. Aber das Coole ist, er hat auch eine Kiste in sich drin. Also wenn man bei ihm reingeht, dann haben wir hier nochmal so eine Chest. Das kennen wir ja bei den Toiletten. Also wenn man gerade hier diese Klos hier irgendwie findet, und da sind ja meistens Toiletten versteckt oder Häufe. Und wenn man die Toilette kaputt macht, da geht die Kiste auch meistens kaputt. Und das ist hier so eine kleine Anspielung, denke ich mal, nochmal auf Aquaman, dass er hier der Toilettenmann ist. Und dann kommen wir zu einer richtig coolen Sache, und zwar bei diesem großen Wirbel hier im Wasser oben links auf der Karte. Der schießt uns ja einfach nur nach oben, aber ich habe im letzten Video schon gesagt, dass ich vermute, dass es hier noch was Besonderes geben wird. Vielleicht eine neue Stadt, einen neuen Ort. Und ich glaube auch, dass es so sein wird, denn wenn wir ins Wasser eintauchen, dann sehen wir erstmal nichts. Also es ist einfach nur dunkel, wir sehen da unten den Grund. Aber wenn wir noch tiefer eintauchen, also weiter runter gehen, dann öffnet sich hier dieser Bereich. Und das sieht halt einfach danach aus, als wäre das hier geplant. Denn das sehen wir nur an dieser einen Stelle. Also egal, wo wir ins Wasser eintauchen, also hier überall rumfahren mit der Kamera, passiert nichts. Nur an diesem Ort, unter diesem Wirbel. Und ich glaube, dass das hier Atlantis werden wird. Ich meine, wir bekommen Aquaman, ich glaube in Woche 5 oder 6 müssten wir ihn freischalten können mit den Challenges, und ich glaube, dass es wie bei Deadpool einen Ort für ihn geben wird, und Atlantis passt einfach dazu, es passt einfach perfekt, es ist hier im Wasser, und wenn das Wasser sinkt, dann taucht Atlantis nach oben, und ich werde auf jeden Fall mal einen Blick auf diesen Ort oder auf diesen Wirbel in den nächsten Wochen werfen, wenn das Wasser ab und an oder beziehungsweise immer weiter runter geht, und ich glaube, dass wir dann irgendwann mal so Spitzen sehen werden von irgendeinem neuen Ort oder irgendwas in diese Richtung, und ich denke mal, das könnte auf jeden Fall sehr cool werden, weil das ist komplett Vorbereitung, denke ich mal, für einen neuen Ort, und es ist, ja, ich weiß nicht, ihr könnt mir eure Vermutungen mal in die Kommentare schreiben, aber ich denke, dass sich unter diesem Wirbel Atlantis befinden wird. Und dann hat Deadpool jetzt die Yacht einmal umbauen lassen, und das Ganze erinnert sehr stark an Waterworld. Also wenn ihr den Film nicht kennt, checkt ihn auf jeden Fall mal ab. Also ich finde den überragend, diesen Film, der ist aus den 90ern. Und diese ganze Season generell mit diesem ganzen Müll und diese Inseln, die aus Müll aufgebaut sind, ich denke mal, das erinnert sehr stark daran. Beziehungsweise bevor die Season schon angefangen hat, habe ich gesagt, ey, das wäre halt übertrieben krass, wenn die dieses Thema übernehmen würden, was ja auch so ein bisschen an Borderlands erinnert. Und dieses Boot zum Beispiel, so ein ähnliches gab es auch in dem Film Waterworld, wo ein Schiff im Prinzip aus so, ja, aus so Blech und aus Müll irgendwie zusammengebaut wurde. Und ja, die Yacht von ihm ist ja eigentlich kaputt gegangen. Wir haben es ja beim Event einigermaßen gesehen. Es wurde ja von dieser riesigen Welle einmal gefangen, und ich denke mal, es ist auch halbwegs zerstört worden. Sieht man ja auch hier, dass es hier an zwei Stellen komplett aufgebrochen wurde oder durchgebrochen ist. Aber Deadpool hat sich nicht lumpen lassen und hat das Ganze hier nochmal aufgebaut. Und es sieht halt jetzt aus wie so eine Müllbasis, beziehungsweise wie so ein Stützpunkt, irgendwie sowas in diese Richtung. Ist auch tausendmal größer geworden. Also das wurde einmal hier komplett in die Länge gezogen. Ich glaube aber nicht, dass Deadpool jetzt noch eine große Rolle spielen wird in dieser Season. Ich denke mal, das wird jetzt in DC-Richtung gehen, also mit Aquaman und so weiter. Aber wir haben trotzdem immer noch eine Erinnerung an Deadpool mit dieser neuen, ja, halbwegs kaputten Yacht. Dann kommen wir zu einem interessanten Detail bei Steamy Stacks, und zwar dreht sich das nur ein bisschen um den Würfel und erinnert an Season 5. Ich weiß, das Ganze ist nur eine Starttour hier mit Kevin. Das ist ja hier aufgebaut gewesen, weil sozusagen hier die Würfelenergie verwendet wird, um das alles mit Strom zu versorgen, die ganze Insel. Aber ich finde, das hier erinnert komplett an Season 5, als Kevin ins Wasser gefallen ist und alles lila gemacht hat. Und ich glaube auch, dass das hier diesen Effekt geben wird. Wir haben ja damals, als Kapitel 2 rauskam, im allerersten Trailer gesehen, dass hier alles lila wurde. Also das ganze Wasser ist hier ausgetreten, also dieses lilane Kevin-Wasser, wenn ich hier mal reinkommen würde. Das ist ja ausgetreten und hat sozusagen die Flüsse verunreinigt, das, was ja da
der Blub dann getrunken hat. Und das ist bisher noch nicht passiert. Und ich glaube, das wird aber noch passieren. Also vielleicht steigt das Wasser noch einen Millimeter an oder vielleicht tritt hier irgendwo das Wasser aus, weil hier hinten gibt es, glaube ich, ach genau, da vorne gibt es auch so einen Bunker, wo die Rohre verlaufen. Und das Ganze ist ja sogar hier unter Wasser. Also hier verlaufen diese Rohre und hier tritt vielleicht dann irgendetwas aus. Und wenn das Wasser runtergeht, also das Ganze austrocknet so allmählich, vielleicht wird hier auch dann ein Unglück passieren oder irgendwas zerstört und dieses lilane Cabin-Wasser oder diese Flüssigkeit wird austreten und dann hätte es eben diesen Effekt wie bei Season 5, als Kevin ins Wasser gefallen ist, also wie hier an dieser Stelle, wie wir das Ganze sehen können, und dann wurde das ganze Wasser lila. Und wenn das Ganze so passiert, dann ist es ziemlich smart von denen gemacht, dieses Detail hier einzubauen, dass Kevin jetzt einfach jetzt schon im Wasser liegt, obwohl dieses Unglück ja eigentlich dann von hier hinten entsteht. Also aus diesem Wasser und nicht von Kevin selbst, weil er ist ja hier in dem Fall eine Statue. Und dann kommen wir zu einem Safe, der immer offen ist, und zwar bei dem alten Bein von The Rig, von der Bohrinsel. Und zwar befindet sich das unten links auf der Map und dieser Safe ist immer offen. Wir brauchen keine Keykarte dafür, aber hier befindet sich natürlich nicht der Hardcore-Premium-Loot, sondern so 2-3 Kisten befinden sich hier eigentlich immer drin. Das Komische ist aber, dass hier dieses Bein ist, obwohl es eigentlich weiter links war. Also ihr seht, wo die Kamera ist, aber The Rig war ja vorher viel weiter links. Deswegen macht es natürlich gar keinen Sinn, dass das Bein jetzt hier ist oder es wurde einfach irgendwie mitgenommen und dann hier aufgebaut, weil The Rig war eigentlich vorher hier bei diesem neuen Ort, denn das Ganze sieht man auch an dem Bohrstab, an diesem Bohrstab, der jetzt hier ins Wasser bzw. in die Erde reingehen sollte. Ja, tut er auch, also ist nur von der Kameraperspektive ein bisschen komisch, wenn man hier so sieht man, dass er jetzt in der Erde drin ist. Und hier wurde er eigentlich gebohrt an dieser Stelle. Hier befindet sich auch der neue Safe, der aber verschlossen ist. Und hier brauchen wir die Keykarte für. Also das ist ein bisschen komisch, dass das Ganze so hin und her geschoben wurde. Aber wir sehen halt sozusagen einzelne Bauteile hier, die eigentlich von The Rig sein sollten. Aber dieser Safe da hinten ist immer offen. Aber wie gesagt, der Loot ist da nicht so krass Premium. Und dann nochmal zu der Agency. Zwei Details, beziehungsweise jetzt heißt sie ja Authority und nicht mehr die Agency. Also Namensänderung. Und das Ganze wurde auch von Shadow übernommen. Eine coole Sache hierbei ist, wir können schon sehen, wie das Ganze aussehen wird, wenn das Wasser verschwindet, also beziehungsweise wie viel Wasser ungefähr verschwinden wird. Und zwar an diesem Detail hier, und zwar geht das Wasser hier ja bis zum Boden. Aber wir sehen hier auch die Tore, die, wenn sie aufgehen sollten, man hier ganz normal rauslaufen oder rausfahren kann mit Fahrzeugen, die natürlich auch noch ins Spiel kommen werden. Und wir sehen hier auch überall, ja, solche, ich weiß nicht, so Ketten oder irgendwelche Stäbe. Und es sieht so ein bisschen danach aus, als könnte man das hoch und runter heben. Also gerade diese Mauern, die sind ja dafür da, dass das Ganze nicht voller Wasser läuft, denn das Wasser steht hier bis zum Rand. Also das heißt, wenn das Wasser mit der Zeit, also über die nächsten Wochen, abflacht und weiter runter geht, wird sich dieses Tor öffnen und ich denke mal, dass diese Wände und Mauern hier nach unten gehen werden. Das ist Detail Nummer 1. Und das nächste interessante Detail ist ja, dass Jules, also die Ingenieurin, diese Authority jetzt übernommen hat, also die Tochter von Midas, sagen wir ja. Aber das Interessante ist, dass wir nichts von ihr hier finden. Also das soll, glaube ich, das Hauptbüro darstellen. Aber alles, was wir hier sehen, gehört eigentlich Brutus. Also wir sehen überall Bilder nur von Brutus in seiner Shadow-Form. Also überall, wo wir hingehen, wir sehen ganz viele Bilder an den Wänden von Brutus, aber wir sehen nichts von Jules, also nichts von der Ingenieurin, was irgendwie an sie erinnern könnte. Überall nur Bilder von ihm. Jetzt ist die Frage, leitet er vielleicht irgendwie die Authority? Steckt er vielleicht hinter dem Ganzen? Weil der Berg ist ja jetzt zu. Also dort, wo die Grotte vorher war, dort ist ja gar nichts mehr. Der Berg ist sogar verschlossen. Das heißt, über den Totenkopf kommt man nicht mehr rein. Dort ist alles dicht. Und selbst wenn das Wasser abflacht, können wir da dort hinten, glaube ich, nicht rein. Also ich glaube, dass dieser Bereich da geblockt ist. Und es scheint so, als würde alles ihm gehören. Also überall sehen wir nur Bilder von ihm oder irgendwas in seine Richtung. Oder sind die beiden vielleicht ein Paar? Also vielleicht ist er ja ihr Boyfriend so mäßig. Keine Ahnung. Also schreibt mir mal, was ihr denkt in die Kommentare. Aber vielleicht hat Midas ja auch was dagegen. Vielleicht hat er ja deswegen irgendwas im Sturm angestellt und die Flut herbeigerufen, weil er einfach nur sauer war, weil seine Tochter irgendjemanden gedatet hat. Den Brutus vielleicht, wer weiß. Damit sind wir durch mit dem Video, Leute. Dankeschön fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, würde mich mega freuen. Und wenn ihr euch was im Item-Shop gönnt oder zum Beispiel im Battle Pass, gerne Creator-Code Oleg eintragen. Würde mich mega darüber freuen und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut rein!